Willkommen zurück bei Solus Project. Wir sind gerade erwacht. Das war das Letzte, was wir in der letzten Folge noch gemacht haben. Huch, nicht schon wieder schlafen. Na, das hier. Minus 36 Grad. Oh. Da hole ich direkt mal. Na, komm schon, die Fackel raus. Muss mal kurz schauen. Okay, wir haben noch einen Platz im Inventar. Okay, wir trinken erstmal einen Schluck, bevor wir hier weitergehen. Wir hatten ja soweit hier beim letzten Mal alles noch erkundet, bin ich mir fast sicher, dass jetzt hier nicht mehr so viel ist. Hier war der Eingang, oder? Ja, ne? Hier war der Eingang, genau. Da sind wir ursprünglich hochgekommen und wir müssen irgendwo in die Richtung. Genau. Da waren wir und da hoch wollte ich. Oder da waren wir kurz und ich bin dann wieder zurück. Ah, okay. Das nehmen wir direkt nochmal mit. Bringt uns Wasser und Essen. Ach, warte mal. Oder war das. Scheiße, wo war das denn mit dem Turmteil? War das das hier mit dem Turmteil? Ist gerade mal ein Tag her, aber. Ja, genau. Trümmer, 6 von 15. Einmal Elektronik und eine Energiequelle müssen wir da noch reinpacken. Hier ist das Elektronikteil drin. Okay. Ach, echt jetzt? Es schneit? Okay. Spiel verwundert mich immer wieder. Wir müssen in die Richtung. Da scheint auch irgendwo noch ein Lager zu sein. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das da vor mir in der Mitte, aber das ist bloß so irgendwie so ein Tropfen auf dem Helm. Scheint auf jeden Fall sehr, sehr windig zu sein. Oh ja. Oh ja. So, waren wir hier schon? Ja, ne? Hier lag nochmal so ein anderes Tagebuch rum. Ja, genau. Hier waren wir schon. Alles gut. Okay, dann gehen wir mal in die Richtung. Ich weiß halt nur nicht, ob wir hier richtig gehen. Aber, ja. Ach, warte mal. Das ist doch Yugis. Versteckt dort unten. Ja. Genau, da hinten ist wieder dieser Stonehenge-Durchgang. Und hier unten ist Yugis kleine Höhle. Okay, also hier waren wir schon. Oh, das ist ja geil, ey, mit dem Wind und wie sich die Bäume dann auch dementsprechend verbiegen. Okay, dann passt mal auf, dann gehen wir das mal wieder hoch. Oh, okay, das ist jetzt wieder alles in Regen umgeschlagen hier. War echt toll gemacht, also die Wettereffekte. Nicht schlecht. Ja, okay, wir sind komplett durchnässt. Haben wir noch einen Schwamm dabei? Wir hatten mal irgendwo einen Schwamm gefunden, nö. Was ich gut finde, was sonst vielleicht wirklich sehr nervig wäre, dass die Fackel hier ewig hält anscheinend. So, dann gehen wir doch mal hier runter. Da hinten ist wieder so eine kleine Signalquelle. Vor uns irgendwo, die ploppt da immer mal auf. Und diese Türme hier. Ach, guck mal. Finde einen Weg ins Gebäude, untersuche das Kabel. Schloss, Mechanismus, Schlüssel benötigt. Meilenstein 2 von 2. Kreuzung der Straßen. Grabstein 6 von 7.
Hier liegt Mea, der Kräuterkundler, verstorben im Alter von 35 auf Galea, 20 Jahre nach dem Exodus. Warum sind die alle nicht so alt geworden? So, was ist das hier? Da drin liegt auf jeden Fall was, aber ich komme hier nicht rein. Ist ja nicht mal eine Tür. Ah doch. Ja, okay. Das Gitter können wir wahrscheinlich irgendwie runterfahren. Da ist nochmal so eine Steintafel. Irgendein Gefäß. Da rechts ist so ein Helm. Und da nochmal was zu essen. Okay. Haha, das war knapp. Geht das wieder los? Ich stell mich mal hier hin. Ich weiß echt nicht, was passiert, wenn wir von so einem Ding getroffen werden. Okay, jetzt wissen wir's. Unser erster Tod. Scheiße, ich dachte halt, wir sind ein bisschen geschützt, wenn ich mich... Ja, das sind wir nicht. Okay, gut, dann gehen wir da gleich wieder hin. Komm, trink nochmal den Schluck. Gut, da brauchen wir jetzt nicht wieder hier extra rumzulaufen. Da wissen wir jetzt erstmal, wohin. In diese Richtung beeilen wir uns ein kleines bisschen, damit wir das, was wir gerade schon gesehen haben, schnell nochmal hinter uns bringen. Bevor der Sturm wieder aufzieht. Das war ja böse. Also die Dinger können einen auf jeden Fall treffen, wie wir jetzt gesehen haben. Da hatten wir beim ersten Mal, glaube ich, sehr, sehr viel Glück in der letzten Folge, dass es mich da nicht so erwischt hat. Aber jetzt... So, das hatten wir schon. Grabstein. Genau. Kräuterkundler. Aha. Na nun, das haben wir übersehen. Können wir essen. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal mit. Ah ja, genau. Das Schloss müssen wir uns nochmal anschauen. Meilenstein. Also, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Hier geht's noch nicht rein. Guck mal da hinten. Sieht aus wie so ein Speicherstein. Kam mir nicht so ein Signal aus der Nähe? Wo war das denn? Erstmal dahinter gehen. Ich will mal sehen, was da ist. Ich hoffe, das Wetter hält noch ein bisschen. Jetzt schneit es gerade wieder. Stimmt, wir haben ja auch den Teleporter dabei. Echt jetzt? Och nö. Das wollte ich nicht. Hier könnten wir uns dann vielleicht in Sicherheit biegen, falls diese kleinen Meteore wieder kommen. Wir gehen gleich da hoch. Wollten wir erstmal hier unten drunter durchschauen. Vielleicht kommen wir auch von drüben rüber oder hoch. Ja, müssen wir mal probieren. Mann. Also hier ist ja was los auf Gliese. 61, 43, 10. Ich muss mal gucken, ob es den Planeten auch in den Lead Dangerous irgendwo gibt. Könnte gut sein. Da oben ist die Hütte. Da hinten ist das blaue Signal, was ich gerade gesucht habe.
gehe jetzt mal von aus, dass hier nichts weiter ist, dass wir wirklich diese blauen Signalquellen da irgendwie absuchen müssen, um die restlichen Turmteile und halt die Energiequelle noch zu finden. Okay, es regnet auch schon wieder. Ach, da hinten ist das blaue Signal wieder. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Oder? Ach Mann, ich kann mich immer nicht entscheiden. Wenn wir einmal hier sind. Genau, hier sind wir schon vorbeigekommen und da sind wir dann erstmal da hoch und dann dürfte es ja, ah ja, hier hinten weitergehen. Vorsichtig, nicht, dass ich hier irgendwo runterfalle. Oh, doch kein Speicherstein, wie ich dachte. Och, verdammt. Das geht schnell mit dem Fallschaden, da muss ich vorsichtig sein. Eine andere Welt, 1 von 1. Von den Himmelwesen platziert, eine Tür würde kommen, so wurde es vorhergesagt, also warten wir und beten. Ah, okay. Ach, krass. Oh, hier ein Relikt. Ja, geil. Verschollenes Artefakt. Upgrade alle Resistenzen. Tada. Klimaresistenzen, Hunger und Dehydration. Plus 1%. Kriegt schon ein bisschen Schiss, dass das gleich wieder losgeht. Was ist das denn? Zum Leuchtfeuer? Nö. Juris Tagebuch 23. Okay. Amon sprach mit mir, nachdem er seine letzte Aufnahme beendet hatte und bedankte sich. Er verließ Prolos mit einem Groll gegen seine Eltern. Er änderte sogar seinen Nachnamen, aber er sagte, dass er sich entschuldigt hatte und Wiedergutmachung leistete. Hoffentlich haben wir Druck abgelassen, fast Zeit zu landen. Ich hoffe gerade, das ist nicht zu laut mit dem Wind im Hintergrund. Ich versuche ein bisschen lauter zu reden. So, hier haben wir noch mal was zu essen. Inventar ist noch voll. Okay. Bloß die eine Seite. Es gibt noch einige Juri-Seiten, die wir finden können. Ich hoffe, die finden wir noch. Aber hier scheint erstmal nichts weiter zu sein. Oh. Huh. Na, wartet mal. Ja. Bleibt da liegen. Aha. Okay, probieren wir es mal. Vielleicht liegt der hier unten tatsächlich. Hier liegt was rum. Oh, was haben wir denn hier? Ein Crew-Foto. Was ist denn das? Mobs? Nee, oder? Keine Ahnung. Kann ich nicht genau entziffern. Naja, uns wird wahrscheinlich sehr kalt hier drin in dem Wasser. Ist auch wieder was abgeschossen. Ach, Gott sei Dank. Ach, wir können schwimmen. Und tauchen. Okay, scheint nichts weiter zu sein, deswegen gehen wir direkt mal wieder diesem kalten Wasser raus. Okay, also hier nicht. Was ist das denn da hinten? Ist das ein Berg? Ah nee, das ist der Mond. Ah, das ist klar. Wir gehen erstmal wieder hoch und trinken und essen nochmal was hier bei unserer Zuflucht und speichern dort nochmal. Aber dann legen wir weiter los. Ja, schlafen brauchen wir noch nicht. So, die Himmelwesen. Ihr kennt doch bestimmt die Köpfe von der Osterinsel.
könnte mir gut vorstellen, dass das auch sowas in der Richtung ist. Warum nicht? Ja, okay. Das schlechte Wetter zieht wieder ab. So. Endlich wieder beim Unterschlupf. Reicht das? Ja. Okay. Futtern wir noch einmal. So. Und speichern. Gut, jetzt aber weiter. Okay. Dürfte wieder gutes Wetter sein, um 34 Grad. Ja, da müssen wir jetzt wieder aufpassen, dass wir keinen Hitzschlag kriegen. Bisschen Beeilung. Ah, hier ist es. Super. Ein Turmteil. Dose. Oh, was ist das denn? Ein Flugschreiber. Resistenz gegen Fallschaden. Ha, super. Plus 4%. Ja, geil. Oh. Moment. Wie komme ich da? So. Juris Tagebuch 22. Ich entschloss mich, die Vorschriften für unsere letzten Aufnahmen vor der... Sorry. Ich entschloss mich, die Vorschriften für unsere letzten Aufnahmen vor der Landung zu umgehen und ließ die Leute länger als 10 Minuten sprechen. Ich hatte schon die Erwartung, dass unsere PPHQ-Vertreter protestieren würden, aber beide waren einverstanden. Jeder fühlt die Anspannung fast da. Ist jetzt eigentlich wieder irgendwo so eine andere Signalquelle aufgetaucht oder der mich zu den nächsten Turmteilen führt? Hört sich so an, denn irgendwas piept. Wir stehen jetzt hier voll in der Hitze drin. Wieder so eine Hütte. Ah ne, da scheint diese Mühle zu sein, die wir schon mal gesehen haben. Oder eine andere. So, ist jetzt aber nichts, was irgendwie blinkt. Deswegen schauen wir uns erstmal so um. Aha. Aha, aha, aha. Aha. Relikt der Nacht. Resistenz gegen Kälte plus 1%. Guck mal, der hat eine andere Schädelform. Allgemein ist das Skelett sehr kräftig ausgeprägt. Aubali. Hier ruht Aubali, vornehmer Gast einer weit entfernten Welt, von allen geliebt, starb er in Frieden. Aha, also doch, er gehört hier gar nicht hin. Oh. Na nun? Na, ich habe gedacht, das zeigt irgendwo hin.
besser. Bitte kein Feuersturm. So. Hier waren wir auch noch nicht gut. Ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich finde es immer noch sehr spannend. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.